Richard Ringer. Herzlichen Glückwunsch. Riesenrennen. Ja, ich bin auch überrascht, dass ich jetzt wieder geschafft habe. Ich muss sagen, ich habe dich schon oft Deutscher Meister werden sehen, aber so ein Rennen von der Spitze weg, obwohl du wusstest, ey, da sind total starke Leute drin, die Form ihres Lebens haben. Ja, ich weiß, also ich meine, es gibt irgendwie immer eine Konstante. Also immer, irgendwie die letzten 10 Mal habe ich jetzt gewonnen, wo ich bei Deutschen Meisterschaften am Start war. Hinter mir wechselt sich immer irgendwie was ab, aber die Konkurrenz, die ist die Schwäche oder so, die wird eher immer stärker und mich pusht es unheimlich. Also ich gehe auch mit einem wahnsinnigen Druck hier immer ran, weil ich weiß, auch Deutsche Meisterschaften, oh Mann, ich bin doch eigentlich der Beste immer. Aber bei Deutschen Meisterschaften, da gehe ich immer so ein bisschen in die Knie und zitter ein bisschen rum. Macht mir natürlich unheimlich stolz, dass ich wieder bewiesen habe, dass ich doch wieder am Tag X Deutsche Meisterschaften bin ich wieder da. Richard ist da, ja. Wobei, das kann man, die Taktik, die du heute gefahren hast, kann man nur machen, wenn man weiß, ich habe selbst ein richtiges Pfund drauf. Ja, ich wusste es jetzt nicht so richtig, ob ich hinten raus so richtig den Punch habe. Weil, man muss sagen, die letzten Rennen, die ich gemacht habe, bin ich immer 10. oder 9. geworden. Weil da war einfach Weltklasse-Athleten immer am Start. Da wird vorne die 1500 in 3,36 gewonnen, da wird die 3000 in 7,36 gewonnen. Und da gehe ich immer rein und laufe am Anfang halt schnell und hinten raus fehlen mir irgendwie die Körner. Und ich wusste nicht, was kann ich jetzt überhaupt hinten raus? Und heute hat es mir schon bewiesen, ey, ich kann rennen und das gibt mir Selbstvertrauen für die WM, weil ich denke, dass da auch ein bisschen taktisch gelaufen wird. Natürlich heißt da taktisch schon auch 57 oder sowas. Aber ich denke, ich werde es in der nächsten Woche dann noch mal fitter und dass die Krankheit auch komplett aus dem Körper draußen ist und alles, dass ich dann in Birmingham doch noch vielleicht für die Überraschung sorgen kann und dann ins Finale kommen. Du hast die Krankheit angesprochen. Ich habe das in Düsseldorf gesehen. Da haben wir gesehen, Richard Ringer ist nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Er läuft an, dann hängt er durch, zum Schluss kommt er nochmal. Das ist aber nicht der Richie, den wir kennen. Genau, ich meine, ich müsste leider Karlsruhe absagen, um einfach zu sagen, vielleicht klappt es halt noch mit Düsseldorf. Es war jetzt nicht eine riesen schlimme Krankheit, weil sonst hätte ich schon gleich abgesagt, Düsseldorf auch. Aber ich dachte, es reicht vielleicht noch 7,52. Ich denke mir dann immer zurück, was habe ich denn schon vor ein paar Jahren schon erreicht? Dann dachte ich, 7,52 habe ich eigentlich drin. Und ja, sollte dann nicht sein. Und ja, dann habe ich mir natürlich schon Gedanken gemacht, was soll ich jetzt machen mit der Hallensaison? Die ist irgendwie jetzt so halb, ne? Jetzt hast du zwei Wettkämpfe, hast keine Norm. Versuchst es nochmal oder lässt es jetzt sein, gehst aufs Training und ja, dann hat sich doch noch die Möglichkeit gegeben und ja, habe ich dann es doch nochmal gezeigt, dass ich in guter Form bin und ja, darauf lässt sich jetzt aufbauen und ich freue mich jetzt auf die Woche, dass ich mal wieder richtig trainieren kann und dann auf Birmingham mit Clemens. Summa summarum, die Generalprobe für Birmingham ist gelungen. Wir drücken für Birmingham natürlich die Daumen. Alles Gute und herzlichen Dank fürs Interview, Richard Ringer. Ja, danke schön, DV.